Also der tiefste Punkt war nach der Kopf-OP, weil der Schlaganfall raumfordernd war, wo ich ihn auf der Intensivstation gesehen habe und laut Ärzten war er im grünen Bereich und grüner Bereich hieß dann, das Herz schlägt und er kann selbstständig atmen, ansonsten ging gar nichts. Als das passiert ist, habe ich mich nie mit so einem Ernstfall beschäftigt vorher. Ich hatte einen Mann, der war sportlich, fit, gesund und es ist einfach von heute auf morgen quasi wurde der Schalter umgelegt. Im Notfall, wenn du wirklich Hilfe brauchst, in dem Fall ist die SBK einfach der Ansprechpartner, der da ist und ein offenes Ohr hat und die Lösung für dich findet. Hier in der Klinik, das ist eine neurologische Fachklinik, die ich damals auf Empfehlung von der SBK quasi ausgesucht habe. Und von daher bin ich auch der SBK unendlich dankbar, dass das auch funktioniert. Ja, ich sag mal, 5 Monate später sind wir auf Amrum im Urlaub. Das war schon ein Highlight des Jahres, ja. Das war so der schönste Amrum-Urlaub, den wir je hatten, weil wir gedacht haben, ob das nochmal irgendwie möglich ist, als er quasi auf der Intensivstation lag und von null wieder anfing. Als er im Krankenbett lag, habe ich ihn einfach geküsst. Und in dem Moment, wo ich ihn küssen wollte, konnte er die Lippen wieder bewegen. Und da habe ich gedacht, wow, wenn das Küssen wieder geht, dann kann er wieder laufen.